Servus und hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Tea Break. Heute hier bei Brose Bamberg TV. Etwas unorthodox aus einem Lissabonner Hotelzimmer, aber dennoch natürlich mit Tee. Und jetzt bin ich auch mal ganz ehrlich, warum ist da nur noch so wenig drin? Weil so eine Ausgabe und Aufnahme, jetzt ziehe ich es aber durch von Tea Break, das braucht vielleicht auch mal den einen oder anderen Versuch mehr, bis es da grammatikalisch und so alles funktioniert. Und deswegen ist da jetzt in dieser Tasse nur noch ansatzweise wenig drin, aber dennoch ebenso lecker. Glücksdrache heißt dieser grüne Tee nämlich vom Tea Break. Und ja, wer weiß, vielleicht bringt er uns ja tatsächlich Glück, dieser kleine Drache. Denn, ja, sind wir mal ehrlich, das können wir eventuell dann doch gebrauchen in dieser Woche. Aber der Reihe nach. Heute Montag. Große Willkommensfeierreihe. Hier in Lissabon, Christian Senkfelder, unser Bronzemedaillen-EM-Gewinner, ist direkt aus Berlin heute hier nach Portugal geflogen, hat am Nachmittag dann auch bereits die erste Einheit mit dem neuen und jetzt wird es wichtig, kompletten Team absolviert. Und das ist wichtig, denn es ist tatsächlich das allererste Mal in dieser gesamten Vorbereitung, dass Oren Amiel alle 13 potenziellen Spieler tatsächlich einsatzfähig und an einem Ort beisammen hat. Und dementsprechend, ja, schauen wir doch jetzt dann mal, wie sich das in den kommenden Tagen noch gestaltet. Heute also zwei Trainingseinheiten hier in Portugal. Wir sind da ja gestern Abend bereits angekommen, um uns, bevor es dann am Freitag ernst wird, noch in einem dreitägigen Trainingslager intensiv auf die anstehende Champions League Qualifikationsrunde vorzubereiten. Also heute eben zwei Trainingseinheiten, morgen tatsächlich eine, dafür härtere. Am Mittwoch geht es dann nach einer Morgentrainingseinheit direkt weiter, ungefähr ja, Luftlinie 7 Kilometer von diesem Hotel hier ins Champions League Hotel. Dort sind dann nämlich alle Mannschaften, die am Qualifikationsturnier teilnehmen, untergebracht. Und dann werden wir am Mittwochabend gemeinsam mit dem kompletten Team das Viertelfinale zwischen Norrköping und zwischen Budivelnik Kiew uns in der Halle anschauen und wissen dann also am Mittwochabend, mit wem wir es am Freitag zu tun haben. Freitag dann das erste richtig ernste Spiel der Saison. Es steht an, das Champions League Qualifikationsturnier Halbfinale eben gegen die Schweden oder gegen die Ukraine. Auf jeden Fall 19 Uhr deutscher Zeit und auf jeden Fall könnt ihr live und exklusiv dank des bayerischen Fernsehens mit dabei sein. br24sport.de heißt euer Link zum Stream und dort könnt ihr dann sowohl das Freitags- als auch hoffentlich dann am Sonntag das Finalspiel live und exklusiv dank der Kollegen des Bayerischen Fernsehens mit anschauen. Und nicht nur dank der Kollegen des Bayerischen Fernsehens, sondern auch danke an unsere Namens- und Hauptsponsor, an die Brose Unternehmensgruppe, die uns da finanziell bei der Lizenzkostenvergabe ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Ansonsten, was gibt es noch in der Woche? Christian Senkfelder habe ich erwähnt, der hat nicht nur die Bronzemedaille gewonnen und konnte selbst feiern. Nein, diese Bronzemedaille, die bringt auch euch vielleicht ein bisschen mit zum Feiern, denn der Flock auf alle Christian Senkfelder Trikots, die ihr jetzt neu in unserem Fanshop kauft, entweder online oder in der Kornstraße, der ist bis einschließlich ganz langsam 2. Oktober nämlich frei. Also ihr könnt dann auch noch beim ersten Heimspiel gegen Alba Berlin euer Christian Senkfelder Trikot direkt in der Arena kaufen und den Flock, den gibt es gratis obendrauf. Ansonsten, ja, wie gesagt, hier in Portugal, wenn alles gut läuft, 8 Tage. Und ich nehme euch gerne jeden Tag so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Es gibt jeden Tag ein Quali-Tagebuch auf unserer Homepage und auf den Social-Media-Kanälen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf brosebamberg.de da jeden Tag, ja so um die Nachmittagszeit mal reinklickt mit den neuesten Updates dann hier aus Lissabon. So, das war's für heute. Der Tee, jetzt darf ich tatsächlich keinen Fehler mehr machen, denn der Glücksdrache ist leer. Ich empfehle ihn euch in jedem Fall und freue mich drauf, wenn ihr auch am kommenden Montag wieder einschaltet bei dieser kleinen Show Tea Break. Dann ja, schauen wir und hoffen wir mal, vielleicht dann vom Lissabonner Flughafen, denn am Montag würde der Rückflug gehen nach bestandener Champions League Qualifikation. In diesem Sinne, alles Gute euch, eine gute Woche, ciao, servus und bleibt sportlich.